bist du gekommen, meine Damen und Herren. Ich darf euch heute hier endlich willkommen heißen zum zweiten Teil von Baby in Yellow. Und mit zweitem Teil meine ich Nacht Nummer 2. Denn wir müssen heute in der zweiten Nacht babysitten und auf das Baby aufpassen, das sich... wo befindet? Oh mein Gott. Du bist 3, Dicker. Warum guckst du Fernsehen? Geh mal schlafen, Dicker. Hier. Hinter der Vase. Oh, Flasche aus dem Kühlschrank nehmen. Wir sollen also das Baby füttern. Das Ganze ist ein Horrorspiel. Ich werde... Ich werde mich aber nicht auf diese Horrorthematik einlassen und einfach ganz entspannt Hintergrundmusik laufen lassen. Wir machen uns hier gar keinen Stress. Die Flasche ist weg. Die Tür ist gesperrt. Es geht sehr gut los mal wieder. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich hier alles durchgucken. Ah! Kochen für Windeln? Warum kocht? Also, für eine Windel? Schranktür Nummer 2! Oh. Oh, hi. Oh. Ah, gut. Ganz entspannt, Domatico. Wir füttern das Baby. Gönn dir ein bisschen. Oh, es hat schon wieder gefurzt. Von daher nehmen wir natürlich wieder das Baby mit und laufen rüber zum Wickeltisch. Setzen ihn wieder hier drauf. Zack. Nehmen uns die Windel. Und wir... Der Typ ist vielleicht 1 und kann furzen wie ein Elefant. Wir müssen jetzt allerdings anscheinend hier erstmal die Windel holen. Die läuft vor uns weg. Mach schon meine Küche kaputt. Wo bist du? Hm? Oh. Der denkt, er ist Koch. Oh, oh mein Gott, Alter. Ey, ich kotze im Arsch, ne? Och, Bruder. Ey, lass mich einfach in Ruhe. Hey, ich könnte doch wirklich... In dem Raum waren wir noch nicht. Der war bisher immer abgeschlossen. Wir gehen zusammen rein. 3, 2, 1. Oh mein Gott, ich habe jetzt nicht gesehen, was passiert ist, aber die Windel ist anscheinend im Schlafzimmer gelandet und gegen die Wand gesprungen. Also gut, wir nehmen die Windel mit und werden das Baby wickeln. Auf ganz entspannt. Wir machen uns gar keinen Stress. Alles easy. Hallo Baby, hier ist deine Windel. So, wir müssen das Baby ins Bett bringen. Oben links übrigens nur für euch zur Info. Oben links nur für euch zur Info stehen immer die Aufgaben, die wir machen müssen. Und wir müssen jetzt gerade das Baby ins Bett bringen. Ich könnte meine Cam zwar auch einfach ein bisschen weiter runterschieben, bin allerdings ein faules Stück Scheiße. Von daher lassen wir die Cam da drüber und ihr seht einfach mich anstatt die Aufgaben. Aber ich lese euch das hervor. Also, Baby ins Bett bringen. So, geh schlafen. Was müssen wir machen? Ein Geschichtenbuch finden und hinsetzen. So, setzen wir uns hin und lesen dem Baby wieder was vor. Es geht, als das... When the rabbit came to visit, the prince said... Ich glaube, der will wieder irgendein Sprachen lernen. 187. Der will wahrscheinlich wieder die Plüschkatze haben. Nee. Dann nimm halt den Plüschhasen. Richtig. Und jetzt sollen wir weiterlesen wahrscheinlich, ne? Genau. Setzen wir uns wieder hin und lesen dir weiter vor aus Prinz und Kaninchen. So. Weiter. Weiter. Ende. Und jetzt ist Schlafenszeit. Oh, okay.
Das heißt, wir gehen wahrscheinlich wieder runter, schließen hier die Tür, gehen. Alles easy. Wir gehen schlafen. Ich mach mir hier gar keinen Stress. Ich... Überall Plüsch. Ich red gerade mit einem Hasen! Mann! Wo kommt der denn her? Der hat eine Plüschdings offen. Und ah! Oh mein Gott. Ich hasse dieses Spiel unfassbar doll. Du gehst ins Bett! Mein Gott, was haben wir denn hier überhaupt? Mülleimer? Steht Müller vor der Tür. Na gut, okay. Es ist kein Horrorspiel. Es ist kein Horrorspiel. Wir haben ganz entspannte Musik. Es ist einfach ein Babysitter-Spiel. Ganz easy. Hier passiert nichts Schlimmes. Wir nehmen die Kiste. Den Toasty Hood. Ist das Plüschtier? Wo ist das Plüschtier? Wo ist das Plüschtier? Das Plüschtier ist weg. Ich denk mal, der Toasty Hus... Toasty... Ach, Toasty 4000! Ich denk mal, der muss in die Küche, ne? Kiste auf Wohnzimmertisch stellen. Also gut, nehmen wir den Toasty 4000 und stellen ihn auf den Wohnzimmertisch. Werden Sie gucken. Ganz entspannt. Jetzt passiert hoffentlich nichts mehr und wir schlafen ein. Alles entspannt. Wir haben Nacht Nummer 2 geschafft. Das Problem ist, es wartet noch eine dritte Nacht. Und ja, Freunde, das ist jetzt halt die Frage. Sollen wir nach 3 auch noch spielen? Sollen wir die ganze Baby in Yellow Babysitter-Geschichte zu Ende bringen? Oder sollen wir sagen, in diesem zweiten Teil, in der zweiten Nacht, sind jetzt schon so viele Sachen passiert, dass wir einfach sagen, Cut. Ich habe nichts dagegen, ich hasse Horrorspiele, ihr kennt mich, ich bin extrem schreckhaft bei sowas immer. Ich bin da gar kein Fan von, aber ihr entscheidet. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Ciao.